Moin, ich will euch einmal zeigen, wie man bei einem BMW 330i da hinten die Stoßstange, den Stoßfänger demontiert. Dazu fange ich hier in der Radhausschale an. Und zwar habe ich hier drei Schrauben setzen. Eins, zwei und, ja, da sieht man ganz schwach, drei. Das ist jeweils eine Sechskantschraube, eine 8er Größe von der Nuss. Und ja, eine kleine Knarre zeige ich euch jetzt aber, wie es funktioniert. Das Ganze mache ich dann natürlich auch auf der anderen Seite und dann gehen wir von unten an die Stoßstange. Am besten eine kleine Verlängerung, die 8er Nuss drauf, damit wir das Ganze hier jetzt einmal löst. Natürlich auch die andere Seite hier einmal die drei Schrauben entnehmen. Jetzt etwas versteckt hinter der Radhausschale. Hier von unten sitzt auch nochmal eine 8er Schraube. Die muss natürlich auf beiden Seiten jetzt einmal weg oder entnommen werden. So, als nächstes gehen wir natürlich hier unten bei und schrauben von hier unten alles weg. Das sind auch die Sechskantschrauben. 8er Größe. Hier vom Diffuser natürlich auch. Das sind 10er Schrauben. 10er, 10er. Und hier jetzt einmal schauen, wo wird der Diffuser wirklich festgehalten. In dem Fall ist das die eine Schraube hier. Los, dann kann das hier auf jeden Fall dran bleiben. So, als nächstes muss dann einmal diese Kappe hier weg. Da gehe ich mit dem Schraubendreher hier hinter und hebel die einmal raus. So. Und da sehen wir, da sitzt noch eine Schraube. Dasselbe natürlich auf dieser Seite. So. Und dann gehe ich natürlich an die Rückleuchten, dazu hier hintergreifen, das rausziehen und da habe ich hier eine Mutter, die muss los, die hier muss los und die da hinten, die muss los. Wenn ich die drei los habe, dann kann ich den Stecker auch ganz einfach runterziehen und die ganze Rückleuchte kann nach hinten hin raus. Und dann werden hier drunter auch noch irgendwie ein, zwei Schrauben sitzen. Und dasselbe natürlich auch auf dieser Seite. Hier genau dasselbe. Einmal alles entnehmen. Komm schon. So. Und hier, wie gesagt, auch die hier unten, hier oben und die hier hinten. Ja, und den Stecker dann ganz normal entnehmen. Und dann kann das Ganze auch nach hierhin rausgezogen werden. Also die komplette Rückleuchte und dann sitzen hier ein oder zwei Schrauben auf jeden Fall. Das mache ich jetzt. So, das Ganze hier sind 25er Torx-Schrauben. Also den Stecker, hier ist eine Nase, die muss reingedrückt werden. Dann kann das Ganze nach hinten hin genau entnommen werden. Ups. Das sind jetzt 8er Muttern.
hier natürlich genau dasselbe. So, kann ja auch noch hier entnommen werden, ordentlich weglegen. So, nachdem die drei Schrauben hier los sind, unten alle Schrauben los sind, kann ich hier hintergehen, das Ganze ein wenig nach oben hin drücken, weil hier Rastnasen sind. Nach oben hin drücken und zu mir rausklipsen. Dann ist das Ganze hier und hier nochmal eingeklipst. Dazu gehe ich mit dem Schraubendreher hier zwischen, hebel das Ganze ein wenig hoch. Wenn ich das hochhebe, dann kann ich das genau so nach hinten raushebeln. Hoppsa. Da funktioniert es frei. So. Das ist natürlich auch hier. Hier dasselbe Spiel. Etwas anheben, zu mir rausziehen. Und jetzt habe ich natürlich hier die Parkelektronik. Dazu den Stecker draufdrücken. Da ist eine Rastnase, die entriegeln. Und dann kann das Ganze entnommen werden. Zweiter Mann wäre natürlich von Vorteil. Den habe ich leider nicht. So. Und dann war es das auch mit dem Ausbau. Vorsichtig zur Seite legen. Ich wollte hier noch einmal zeigen, wie ich den Träger hier von der Anhängerkupplung einmal losnehme. Und zwar wollten wir die Anhängerkupplung abrüsten. Dazu habe ich hier oben 1, 2, hier unten 3 16er Muttern. Auf der anderen Seite natürlich genauso. 3 16er Muttern, die löse ich. Dann habe ich hier einmal einen Unterdruckschlauch. Den muss ich nach hinten raushebeln. Der ist hier von der Bypassklappe oder Unterdruckklappe. Dann hier zwei Stecker. Ja, ich kann das leider nicht besser filmen. Die einmal entnehmen von der Anhängerkupplung. So, so. Und ja, dann habe ich natürlich einmal den Kabelstrang. Da muss ich gucken, wo ich den gleich am besten losnehmen kann, ob der hier irgendwo gesteckt ist. Oder ich schraube hier gleich die Dose ab, dass die Dose dann einfach hier drin bleibt, dass ich auch keinen Fehler ausgelöst habe. Auf jeden Fall entnehme ich jetzt einmal die drei Schrauben. Ich zeige euch gleich, wie die aussehen. Eine lasse ich jeweils drauf, dass mir das Ganze jetzt nicht runterfällt. Und zwar habe ich hier noch Kabelbinder, die ich alle mal losknipsen muss. Von dem ganzen Kabelstrang. Hier unten an der Dose habe ich jetzt nochmal zwei 8er Schrauben. Die muss ich einmal losnehmen, dass die ganze Elektrodose, also der ganze Anschluss vom Stecker, dass der hier drin bleibt. So, dann ist der Stecker jetzt soweit gelöst. Genau. Und jetzt kann ich auch den ganzen Träger hier runternehmen. Dazu meine zwei Muttern, die ich hier noch dran gelassen habe, entnehmen.
meinem Fall kommt der Stoßstangträger wieder dran mit der Anhängerkupplung. So. Die drei Muttern wieder drauf. Oben zwei, unten die eine. Kann das Ganze mit einem 16er Nuss wieder angezogen werden. Und die ziehe ich jetzt von Hand noch einmal nach, alle sechs Muttern. So, hier wichtig, die Stecker wieder aufsetzen. So, die Stoßstange wieder vorsichtig ansetzen. Die ganzen Stecker wieder von der Quarzelektronik, dass die aufgesetzt werden. So, nachdem die Stecker montiert sind, hier in die Führung wieder reinsetzen. Wichtig, hier mit den Haltenasen unter dieses schwarze Kunststoffblech. Genau. Dann wird das Ganze nur hereingeschoben. So. Ja, hier sind diese Rasthaken. Da muss das Ganze rein. Hier muss das Ganze einmal packen. Hier ist eine Rastnase. So. Als nächstes setze ich die Rückleuchten jetzt wieder ein. Dazu montiere ich direkt einmal den Stecker, weil das jetzt so einfacher ist. Der wird einfach nur drauf gesetzt. Dann die Rückleuchte wieder reingeschoben. Und von innen gleich die drei Muttern, zeige ich euch aber an dieser Seite genau dasselbe. Einmal den Stecker aufsetzen. So, hier natürlich wieder die Muttern drauf, hier unten eine. Prüfen, ob der Stecker sitzt. Der sitzt. Dann kommt hier einmal schon wieder die Verkleidung dran. So, die Seite wäre fertig. Jetzt die andere Seite. So, von dieser Seite natürlich dasselbe Spiel. Hier unten kommt die eine Mutter drauf. Eine auf der Seite. Wir prüfen, dass der Stecker richtig sitzt. Und eine hier oben. Und als nächstes die ganze Verkleidung hier. Hätten wir auch. Dann gehen wir jetzt weiter an diese Schrauben hier. So, das ist wieder die 25er Torx. Und ziehe das Ganze natürlich von Hand wieder nach. So. Und die Verkappe, die wird einem die Verschlusskappe, die wird einmal so reingesetzt, etwas nach hinten gedrückt.
und die Kappe wieder. So, als nächstes setze ich natürlich die ganzen Schrauben hier wieder ein. So, als nächstes kommt die eine Schraube nach oben hin, wieder rein. Und jetzt die drei Schrauben. Hier wieder die Schraube von oben. Und jetzt wieder die drei.